Links am Mehringdamm befindet sich das Restaurant Bangkok City. Das Bangkok City Restaurant in Berlin ist ein traditionelles thailändisches Restaurant, das ein bisschen das Traditionelle mit der Moderne verbindet. Also wir haben eine hervorragende Küche und versuchen das in einer angenehmen, tollen, gemütlichen, zwanglosen Atmosphäre wiederzuspiegeln. Ich komme selber aus Bangkok, bin dann in jungen Jahren rübergezogen und es war eigentlich schon immer mein Traum, ein eigenes thailändisches Restaurant mal aufzumachen. Die Küche, durch ein Glasfenster getrennt, lädt zu einem Blick in die Töpfe ein. Und vor den Augen der Gäste werden die kulinarischen Köstlichkeiten aus dem Menü frisch zubereitet. Zurzeit zwei Spezialitäten bei uns in Bangkok City, und zwar das eine ist das Burning Chicken, und das ist ein Trend, den wir direkt aus Thailand hier übernommen haben. Das Burning Chicken ist unser Highlight. Das gibt es bis jetzt nirgendwo anders in Berlin, und man muss es auch immer 24 Stunden vorbestellen, weil das Huhn muss immer frisch gekauft werden, dann wird es über Nacht schön mariniert auf einer thailändischen Art und Weise, und es muss dann noch 2 bis 3 Stunden circa im Ofen dann noch zubereitet werden. Wir haben zu ca. 70-80% traditionelle thailändische Küche, aber die restlichen 20% versuchen wir immer, neue Trends aus Bangkok in Berlin zu etablieren. Also wir sind auch ein sehr, man könnte sagen, ein mutiges Restaurant. Und als Dessert haben wir unsere Ice Cream Roll. Ice Cream Roll ist der Trend aus Thailand. Auf einer tiefgekühlten Pfanne bei minus 30 Grad wird die Eiscreme mit frischen Zutaten gehackt, gemischt, dann dünn auf der kalten Platte verteilt und zu leckeren Ice Cream Rolls aufgerollt. Wir haben auf der einen Seite thailändische Getränke natürlich, wie zum Beispiel unser Thai-Eistee. Normalerweise wird es mit Milch serviert, aber da wir in Kreuzberg sind, bieten wir es natürlich auch mit Limette an, also für die Veganer. Und dann haben wir auch ein paar Cocktails, zum Beispiel unser Haus-Cocktail ist der sogenannte Ladyboy. Den müssen wir auch mal probiert haben. Und ansonsten haben wir natürlich auch ganz normale Klassiker und Getränke aus der Umgebung, auch ganz normale Biere und Hefeweizen etc. Das haben wir auch alles da, ja. Für Thailand-Liebhaber und für alle, die es werden möchten, gibt es in Bangkok City was ganz Besonderes. Wir haben bei uns hinten traditionelle Sitzmöglichkeiten, und das ist sehr bei den einheimischen Thais beliebt. Da kann man auf einem erhöhten Boden sitzen mit kleinen süßen Tischchen, und Familien sitzen sich auch gerne dahin, und das ist eine ganz andere Atmosphäre als in den normalen Tischen zu sitzen. Das Bangkok City ist montags bis freitags von 12 bis 16 Uhr zum Business Lunch geöffnet und ab 18 Uhr dann regulär. Und natürlich kann man auch am Wochenende à la carte speisen. Den Gästen in Bangkok City erwartet eine traditionelle, hervorragende thailändische Küche in einer sehr schönen Atmosphäre und mit einem sehr tollen Service. Und das ist nicht nur was für die, die es schon kennen, die thailändische Küche, sondern auch für die, die es gerne kennenlernen möchten. Direkt am U-Bahnhof Mehringdamm, verkehrsgünstig gelegen, ist Bangkok City das perfekte Restaurant für den Liebhaber der thailändischen Küche.